Das JRPG Monarch wagt sich an ein interessantes Konzept. Im Spiel verfolgen wir nicht wie üblich die Geschichte eines einzelnen Helden, stattdessen wird uns ein kleiner Kreis an Protagonisten und Antagonisten vorgestellt. Die Charakterriege kombiniert mit dem Schulsetting, das erinnert stark an die Shin Megami Tensei-Reihe. Und das ist kein Wunder, bei Monarch sind schließlich Entwickler an Bord, die auch an der beliebten Serie mitgearbeitet haben. So düster, wie wir es aus dem bekannten Franchise kennen, geht es auch in Monarch zu. Unsere Spielfigur stirbt innerhalb der ersten 5 Minuten. Dazu wird unsere Schule von einem mysteriösen Nebel verhüllt, der Schüler und Lehrer in den Wahnsinn treibt. Wie sich dieser Wahnsinn zeigt und welche düsteren Themen während des Spielverlaufs angesprochen werden, das erfahrt ihr bei uns im Test. The world truly is a cruel and irrational place. Wish to be your own person, to have your own ego, then don't give in to what others call normal. Das Wichtigste, was uns Menschen ausmacht, ist das Ego. Es treibt uns an und macht uns zu dem, der wir sind. In Monarch werden die unterschiedlichen Aspekte des Egos unter den 7 Todsünden zusammengefasst. Wir bekommen einen stillen Protagonisten vorgesetzt, in dessen Hülle wir unsere Persönlichkeit projizieren sollen. Um die zu formen, füllen wir zu Beginn des Spiels einen Fragebogen aus, bei dem wir uns so fühlen, als säßen wir in einer Therapiesitzung. Die unbekannte Frau gegenüber erklärt, dass es von nun an unsere Aufgabe sei, den mysteriösen Nebel loszuwerden. Hier bemerken wir bereits, Monarch ist kein Spiel, bei dem es nur um die Spielcharaktere geht. Wir selbst sind ebenfalls Teil des Konzepts. Die Fragen, die wir beantworten, zwingen uns förmlich zur Selbstreflexion und schwuppdiwupp, wir erhalten unser pseudopsychologisches Profil, aufgeschlüsselt anhand der 7 Todsünden, die von nun an jeweils einen Statuswert darstellen. Zumindest in unserem Fall fanden wir uns im Profil zu großen Teilen wieder und waren überrascht, wie viel Tiefe das Spiel zu Beginn verspricht. Die Persönlichkeitstests finden wir bei NPCs immer wieder, was uns weitere Blicke in uns selbst ermöglicht und einen der Todsünden-Stats erhöht. Das ist nicht bloß Spielerei, wir benötigen hohe Werte im Spielverlauf, um Buffs zu bekommen, die unsere Kampffertigkeiten permanent verbessern. Die Mechanik um die Todsünden und Tests ist zwar interessant, doch es nervt, wenn unsere Stats in einem Aspekt so schlecht sind, dass wir einige Buffs gar nicht aufsammeln können. Wir fühlen uns dann wie dieser Kollege hier. So werden wir verleitet, bei Tests Antworten zu geben, die unserer Persönlichkeit gar nicht entsprechen und verfälschen damit unser Profil, um einen Vorteil zu bekommen. So erhalten wir natürlich keine wahrhaften Einblicke in unsere Persönlichkeit. Um die authentischste Spielerfahrung zu haben, empfehlen wir, bei den Tests nicht zu flunkern. Der Nebel, der sich auf dem Campus breit macht, bringt Schüler und Lehrer dazu, den Verstand zu verlieren. In Bereichen, in die der Nebel bereits vorgedrungen ist, sehen wir Schüler, wie sie die immer gleichen Sätze vor sich hin murmeln. Zusammen mit der eingeschränkten Sicht und der schaurigen Hintergrundmusik kommt oft Horroratmosphäre auf. Hin und wieder bekommen wir innerhalb der vernebelten Areale Anrufe, die unseren Verrücktheitslevel erhöhen. Nehmen wir einen solchen Anruf an, wird ein schwieriger Kampf ausgelöst, den wir nicht gewinnen können, sodass wir im Krankenzimmer enden. Allerdings führen viele Wege nach Rom, erreichen wir einen Verrücktheitswert von 100%, landen wir auch im gleichen Raum. Die Mechanik ist zwar immersiv, da auch wir von den Effekten des Spuks betroffen sind, doch sie nervt nach kurzer Zeit wegen des künstlichen Zeitdrucks. Hauptsächlich zeigen sich die Effekte des Nebels bei NPCs. Einige Mitglieder der Akademie drehen mehr durch als andere. Wie wir schnell in Erfahrung bringen, sind die besonders Betroffenen sogenannte Paktträger, die einen Bund mit einem Dämon geschlossen haben, der eine Todsünde verkörpert. Die Aspekte der Persönlichkeit, die zu dieser Sünde passen, sind bei den Charakteren ins Unermessliche gesteigert. Wir müssen in die Anderswelt eintauchen und die als Kristall manifestierten Ideale dieser Menschen zerstören. Dabei ist der Ablauf immer gleich. Wir kommen in die Anderswelt, einer der Antagonisten erzählt uns etwas über seinen Wunsch, wir zerstören nach einem Kampf eines seiner Ideale und lernen im gleichen Atemzug die nachvollziehbaren Beweggründe und die Emotionswelt der Charaktere kennen. All das wird in kurzen, aber effektiven Monologen dargestellt. Zwar sind die Grafiken in diesen Zwischensequenzen wunderschön und stimmungsvoll inszeniert, der Rest des Spiels punktet in dieser Kategorie aber nicht. Das triste Schulgebäude, gepaart mit Grafik auf PS2-Niveau, liefert keinerlei faszinierende Schauplätze. Dass sich Charaktere selbst im Streit beinahe regungslos gegenüberstehen und mittels steifer Animationen ein Wortgefecht liefern, macht den Eindruck nicht besser. Die Dialoge haben zwar meist Gewicht, besser inszeniert könnten sie aber trotzdem sein. Ah!
Wir selbst sind ebenfalls Paktträger, jedoch halten wir nicht die Macht einer Sünde inne, sondern besitzen eine bisher unbekannte Kraft, die wir am Anfang des Abenteuers nach einem Besuch in der Anderswelt erhalten. Wie wir da eigentlich hinkommen? Naja, wie überall heutzutage. Per Smartphone. Entweder erhalten wir einen Anruf und werden so in die Anderswelt gezogen, oder wir geben selbst Nummern ein, um zum Ziel zu gelangen. In der Hauptstory gibt's einen Haufen Handys zu finden, die uns per Anruf in die Anderswelt eines Antagonisten befördern. Und um die Bösewichter zu finden, lösen wir Rätsel, die meistens mit dem Drama der Schüler untereinander zu tun haben. Wir hören, was Klassenkameraden zu sagen haben, lesen ihre Profile und beschäftigen uns mit ihren Freunden. So lösen wir nicht selten Beziehungsprobleme und weitere Konflikte, um zu unserem eigentlichen Ziel zu gelangen. Oftmals sind die Probleme simpel zu lösen, vorausgesetzt wir lesen Notizen und hören uns an, welcher Schüler mit wem fremdgegangen ist. Zumindest theoretisch, denn ein bestimmtes Rätsel hat uns tatsächlich lange um den Verstand gebracht, passend zum Thema des Spiels. Auf solche Spaßbremsenmomente solltet ihr euch einstellen. Auch Handynummern finden wir auf Notizzetteln, die bringen uns ebenfalls per Anruf in die Anderswelt. Da gibt's nichts zu erforschen, es warten lediglich Kämpfe und manchmal im Rahmen der Hauptgeschichte Zwischensequenzen. Nummern zu finden ist essentiell, um unser Level zu erhöhen, denn Kämpfe sind ansonsten lediglich in der Hauptstory zu finden. Wollen wir solche Auseinandersetzungen bestreiten, müssen wir uns selbstständig um das Aufleveln kümmern. Die rundenbasierten Kämpfe machen viel Spaß und bringen frischen Wind ins Genre. Anstatt nämlich klassisch Runde für Runde auf Gegner einzuprügeln, befinden wir uns in 3D-Arenen. Zuerst ist unser Team an der Reihe, von dem wir jedes Gruppenmitglied einzeln steuern. Danach dürfen unsere Gegner ran. Wir müssen unsere Einheiten taktisch positionieren. Aspekte wie Reichweite, Schaden, Heilungsfähigkeiten und Buffs spielen eine wichtige Rolle. Wenn wir eine Attacke nutzen, greifen Kollegen in Angriffsreichweite ebenfalls an. Obendrauf können unsere Einheiten eine Aktion opfern, um einem Verbündeten einen zusätzlichen Zug zu ermöglichen. So entsteht taktische Tiefe, die von unserer Verrücktheitsanzeige erweitert wird. Spezielle Fertigkeiten kosten nämlich keine Magie oder Mana-Punkte, sondern Verstand. Das heißt, wir steigern mit der Nutzung unserer Fertigkeiten auch unseren Verrücktheitslevel. Erreicht der dann 100, können wir unseren Charakter nicht mehr steuern und er greift wahllos an, was sich in der Nähe befindet, bis er nach 3 Runden zu Boden geht und kampfunfähig ist. Also müssen wir abwägen, wann wir welche Fähigkeiten mit welchem Charakter einsetzen. Der Verrücktheitslevel wird von der erkundbaren Spielwelt in den Kampf übertragen, was theoretisch gehörig für Frust sorgen könnte. Da wir aber einen bevorstehenden Kampf deutlich erkennen können, ist es möglich, zum Heilen schnell ins Krankenzimmer zu rennen und dann erst die Auseinandersetzung zu suchen. Der Weg ist wegen der kleinen Gebiete sowieso nie länger als 2 Minuten. Deshalb ist es besser, die sichere Route zu wählen, um mit einem geringen Verrücktheitslevel in einen Bosskampf zu starten. Das ist komfortabel, aber auch ein bisschen schade, da das gesamte System rund um den verlorenen Verstand anders eingesetzt mehr Relevanz gehabt hätte. Die Probleme der NPCs sind teils realistisch, jedoch stellen wir uns oft die Frage, ob es gerade wirklich so wichtig ist, dass Hannes sowas von auf Hanne steht, wenn währenddessen ein Amokläufer Schüler terrorisiert. Klar, die Prioritätensetzung von Jugendlichen ist oftmals fragwürdig, jedoch sollte ein potenzielles Massaker in jedem Fall relevanter sein als ein bisschen Liebeskummer. Unsere pakttragenden Bösewichte sind jedoch immerhin nachvollziehbar aufgebaut. Die Ideale und Wünsche der Besessenen in Erfahrung zu bringen, ist deshalb stets ein Highlight. Monarch versucht nicht, die Welt in Schwarz und Weiß zu malen, sondern stellt die Menschlichkeit mit ihren Grauabstufungen in den Fokus, um Beweggründe für Handlungen aufzuzeigen. Neben den realistisch ausgearbeiteten Nebencharakteren steht unsere schweigsame Spielfigur in starkem Kontrast. Alles und jeder erzählt uns von seinen Problemen und tiefsitzenden Ängsten, während wir gleichgültig Löcher in die Luft starren. Manchmal wählen wir aus verschiedenen, aber austauschbaren Antwortmöglichkeiten, ein echtes Gefühl von Entscheidungsfreiheit erhalten wir aber nicht. Es ergibt zwar Sinn, dass wir unseren Spielcharakter selbst formen sollen, es ist aber einfach nur befremdlich zu sehen, dass sich unser für die Handlung relevanter Protagonist wie ein Zaungast verhält. Trotz einiger Makel überzeugt Monarch insgesamt betrachtet mit einer Tauchfahrt in die Psyche, den spaßig strategischen Kämpfen und interessanten Charakteren. In einem modernen Gewand wäre das Spiel ein echter Hit, so hat es wohl nur das Zeug zum Geheimtipp. Dass weder deutsche Sprachausgabe noch deutsche Texte zur Verfügung stehen, gute Englischkenntnisse bei der Masse an Text also bitter nötig sind, trägt ebenfalls dazu bei, dass die Zielgruppe überschaubar ausfällt. Was wäre eure Todsünde? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Like und ein Abo und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de. Leave it to me. No mercy.